Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem Vortrag From Source Code to Production with the VMware Tensor Advanced. Fragen können Sie über die Chat-Funktion stellen, die ich Ihnen dann gerne beantworte. Kurz zu mir, mein Name ist Timo Salm und ich komme aus Stuttgart. Ich bin letztes Jahr im Zuge der Pivotal-Übernahme zu VMware gekommen und Senior Specialist Solution Engineer für das im letzten Jahr neu geschaffene VMware Tanzu Portfolio. Vor meiner Zeit bei VMware und Pivotal habe ich mehr als 7 Jahre als IT-Berater zum Großteil in der Automobilindustrie gearbeitet. Werfen wir kurz einen Blick auf die Agenda für heute. Zuerst werde ich kurz das VMware Tanzu Portfolio und die VMware Tanzu Editions vorstellen. Anschließend darauf eingehen, wie eine sichere Softwarelieferkette mit der VMware Tanzu Advanced Edition umgesetzt werden kann. Und als letztes in einer Demo 2 wichtige Bestandteile dieser Edition vorführen. Los geht's mit der Frage, was das VMware Tanzu Portfolio beinhaltet. VMware Tanzu ist ein flexibles, modulares und sehr umfangreiches Portfolio von Produkten und Services für die Modernisierung von Anwendungen und Infrastruktur. Und VMware Tanzu vereint dabei die Portfolios von Pivotal mit Expertise im Bereich Best Practice Softwareentwicklung, Heptio als Kubernetes-Experte, Wavefront für Observability und Bitnami als der Anbieter des größten Open Source Container Katalogs und alle diese Unternehmen wurden von VMware übernommen. Eine moderne Plattform wie Kubernetes oder Cloud Foundry und Tools, die auf Entwicklerproduktivität ausgerichtet sind, unterstützen die moderne Softwareentwicklung, aber die Methodik und die Kultur im Team oder Unternehmen sind eben grundlegend für den Erfolg. Und VMware Tanzu liefert eben all dies. Und zwar eine Plattform mit unserer eigenen Kubernetes-Distribution und Management-Tools, Cloud Foundry und Serverless mit Knative. Werkzeuge wie Spring, RabbitMQ oder Postgres und eine definierte Methodik, die auf Extreme Programming, Lean und User-Centered Design basiert und das sowohl auf Softwareentwicklungs- als auch Plattformseite. Das Vorgehen wird dann im Fall der Plattform as a Product genannt. Und das Ganze mit einer Kultur, die auf kontinuierliche Verbesserungen und bessere Ergebnisse ausgerichtet ist. Die Produkte des VMware Tanzu Portfolios können einzeln bezogen werden, jedoch auch in Soft Bundles, den sogenannten VMware Tanzu Editions. Die VMware Tanzu Editions bündeln Funktionalitäten des Tanzu Portfolios in klar definierten Lösungen, die auf die häufigsten Herausforderungen bei unseren Kunden ausgerichtet sind. Jede Tanzu Edition beinhaltet die Funktion der darunterliegenden Edition und fügt zusätzliche hinzu. Tanzu Basic vereinfacht den Betrieb von Kubernetes mit unserer Kubernetes-Distribution Tanzu Kubernetes Grid in ihren Rechenzentren. Mit Tanzu Standard kann man Tanzu Kubernetes Grid zusätzlich auf den unterstützten Cloud-Providern wie AWS oder Azure verwenden und das Ganze mit dem zentralen Management der Cluster mit Tanzu Mission Control. Die Tanzu Advanced Edition ermöglicht die Bereitstellung von Containern und DevSecOps-Praktiken durch Funktionalitäten, die sich auf die Bereiche schnellere Entwicklung und Bereitstellung von containerisierten Workloads, Absicherung des Lebenszyklus von Containern und Vereinfachung des Betriebs von Containern und Clustern über Clouds hinweg fokussieren. Jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie eine sichere Software-Lieferkette mit der VMware Tanzu Advanced Edition umgesetzt werden kann. Alles beginnt mit einer Idee, die dann als Software entwickelt wird. Software wird von Menschen erschaffen. Da ist es fundamental, wie diese miteinander kommunizieren bzw. arbeiten. Unsere Lösung ist hier eben ein Balanced-Team-Ansatz, bei dem alle nötigen Experten eng zusammen in einem Team an dem Produkt arbeiten, um so lange Wege zu verhindern und das Know-how bzw. dessen Austausch maximal nutzen zu können. Mit entsprechenden Methoden, wie in unserem Fall Extreme Programming, Lean und User-Centered Design, wird das Softwareprodukt dann umgesetzt. Hier haben unsere VMware Tanzu Labs eine 30-jährige Erfahrung, diese Methoden Softwareentwicklungsteams beizubringen. Wichtig ist natürlich auch eine moderne Entwicklungsumgebung. Mit dem Ziel, die Produktivität zu steigern, sind das Spring Framework als das meist eingesetzte Java Framework und Steeltoe für .NET Teil unseres Portfolios. Neu geschriebener Code wird dann in eine Versionsverwaltungssoftware wie zum Beispiel Git integriert und dann mit Lösungen wie Jenkins, GitHub Actions oder Tekton automatisch gebaut und getestet, um Fehler auszumerzen. Der Fachbegriff ist hierfür Continuous Integration.
Da wir unsere moderne Anwendung auf Kubernetes veröffentlichen, muss als nächstes ein Container-Image, das die Laufzeitumgebung zusammen mit der Anwendung enthält, gebaut und in einer Container-Registry bereitgestellt werden. Teil unseres Portfolios ist hier Harbor als Container-Registry für Container-Images und Helm-Charts, die zum Beispiel auch das Image-Signing und Scanning unterstützt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie aus unserem Quellcode ein Container-Image erstellt wird. Üblicherweise wird hierfür von den Entwicklern ein sogenanntes Dockerfile erstellt, in dem die Inhalte des Container-Images beschrieben werden. Und wie man in der ersten Zeile sieht, hat man die Möglichkeit, ein existierendes Container-Image als Basis zu nehmen, in diesem Fall ein OpenJDK als Laufzeitumgebung mit dem Betriebssystem Alpine Linux. Man hat die Möglichkeit, Ports zu definieren, auf die der Container lauscht. Hier der Default-Port von Spring 8080. Und dann muss natürlich die Anwendung in dem Fall in Form einer Jar hinzugefügt und definiert werden, wie diese Anwendung gestartet wird. Um mit diesem Dockerfile dann ein Container-Image zu bauen, wird das Docker-Build-Kommando ausgeführt und das Image anschließend in die Container-Registry gepusht. Die verwendeten Basis-Images werden häufig aus Quellen wie Docker Hub bezogen und sind zum Beispiel nicht konform in Sachen Unternehmenssicherheit und Vertrauenswürdigkeit. Es mangelt an Transparenz und Nachvollziehbarkeit, was in den Containern enthalten ist, beziehungsweise bei der Ausführung geschieht. Und häufig basieren diese auch auf einem vom Unternehmen nicht freigegebenen Betriebssystem. Und das Ziel soll es daher sein, dass die Container-Images beziehungsweise deren Bestandteile einheitlich vom Betrieb verwaltet werden. Der Tensor Application Catalog löst durch einen Golden Image Support den Nachweis der Herkunft, Nachweis bezüglich zum Beispiel Tests, CVEs etc. diese kritischen Elemente für den Produktionseinsatz von Open Source Containern. Und dabei werden eben die Inhalte des Bitnami Community Katalog, der Container Images für Open Source Software bereitstellt, zum Beispiel hinsichtlich des Betriebssystems und Werkzeugen angepasst und in einem privaten Repository bereitgestellt werden. Diese beinhalten natürlich nicht nur Base-Images wie ein OpenJDK oder Node.js, sondern auch Datenbanken, Message-Broker etc. Wenn man als Entwickler jetzt ein entsprechendes Container-Image auf Basis eines der mithilfe des Tanzu Application Catalog bereitgestellten Base-Images erstellt hat, ist in der Regel die Aufgabe des Entwicklers, diese zum Beispiel aufgrund von CVEs abzudaten. Und häufig sind dazu eben manuelle Schritte nötig und häufig geschieht das auch nur, wenn dies mit neuen Features verbunden ist. Der Tanzu Build Service ermöglicht die sichere und konsistente Erstellung von Container-Images aus Source Code mit der Hilfe von Cloud-Native Buildpacks. Buildpacks, die auch Bestandteil des Tanzu Application Service bzw. Cloud Foundry sind, funktionieren so, dass sie anhand des Source Codes der Anwendung ermitteln, was benötigt wird, um die Anwendung zu bauen und auszuführen. Und die Anwendung wird dann durch das passende Buildpack gebaut und mit einer Laufzeitumgebung bereitgestellt. Die größten Vorteile sind die Erhöhung von Sicherheit, Minimierung von Risiken und die erhöhte Entwicklerproduktivität. Bei Änderung der Bestandteile des Buildpacks, also zum Beispiel des Betriebssystems aufgrund eines Security-Patches, wird durch den Tensor Build Service automatisch ein neuer Container erstellt und bereitgestellt und somit ist dieses Container-Updaten des Base-Images eben in der Hand der Operator. Der Tensor Application Catalog ist aufgrund der Images und Helmcharts zum Beispiel für Datenbanken weiterhin natürlich ein wichtiger Bestandteil der Software-Lieferkette. Zusätzlich mit zum Beispiel Datenbanken oder einem Message Broker, für die Open Source Container Images von unserem Tensor Application Catalog oder Tensor Data Service bereitgestellt werden können, wird das Container Image der Anwendung dann durch Continuous Delivery automatisiert im Kubernetes Cluster deployed. Eine Lösung für das automatisierte Deployment ist VMware CodeStream. Es kann aber natürlich auch ein Argo CD, Tecton oder ähnliches verwendet werden. Tensor Kubernetes Grid ist unsere Enterprise Kubernetes Laufzeitumgebung, die auf Open Source Technologien aufbaut und konsistent über Public und Private Clouds eingesetzt werden kann. Tensor Advanced kann aber auch mit jedem CNCF-kompatiblen Kubernetes verwendet werden. Die Integration von Tensor Kubernetes Grid in vSphere mit dem Produktnamen vSphere Web Tensor ermöglicht es neben VMs zusätzlich auch noch Kubernetes Cluster zu betreiben und bereitzustellen und das in der gewohnten Oberfläche der VI-Admins.
Neben der eigenen Kubernetes-Distribution, Tanzu Kubernetes Grid, bieten wir mit Tanzu Mission Control auch eine Lösung für das zentrale Management von Kubernetes-Clustern im Unternehmen über Data Center und Clouds hinweg an. Des Weiteren können sowohl die Infrastruktur als auch die Anwendungen mit Tanzu Observability bei Wavefront überwacht werden. Außerdem ist hier noch unsere Service Mesh-Lösung Tanzu Service Mesh aufgezeigt, die es zum Beispiel ermöglicht, Verbindungen zwischen verschiedenen Workloads über unterschiedlichen Clouds hinweg mit Mutual TLS Ende zu Ende zu verschlüsseln. Und ja, was hier im Prozess nicht auftaucht, sind unsere Cloud-Native Runtimes von VMware Tanzu, die letzte Woche erschienen sind. Einer dieser Runtimes ist eine Serverless-Laufzeitumgebung basierend auf Knative, die sich um Skalierung, Laufzeiten, Ressourcenzuweisung, Sicherheit und andere, sagen wir mal, Serverspezifika kümmert, damit sich die Entwickler voll auf die Schaffung von Business Value konzentrieren können. Diese werde ich nun zusammen mit dem Tanzu Build Service für das Erstellen des Containers in einer Demo zeigen. Und damit diesen Teil unserer Softwarelieferkette, der nicht ausgegraut ist. Ich habe mich jetzt hier auf einem Cluster eingeloggt, auf dem Tanzu Build Service installiert ist. Also Tanzu Build Service selbst basiert auf Kubernetes. Und je nachdem, was man für ein Setup hat, wenn man ein großes Cluster hat, wird man ihn entsprechend darauf installieren. Sonst wird man eben ein entsprechendes extra Tools Cluster bereitstellen, wo dann zum Beispiel dieser Tanzu Build Service drauf läuft. Als erstes würden wir uns mal anschauen, was für Build Packs, hatte ich ja vorhin erzählt, die dafür zuständig sind, die Anwendung zu bauen und in einem Container-Image mit der passenden Laufzeit bereitzustellen. Dafür verwenden wir die KP-CLI, um mit dem Build-Service zu interagieren. Normal würde man natürlich diese ganzen Dinge, die ich jetzt hier zeige, automatisiert über eine CI/CD-Pipeline machen. Der Befehl, um sich die Bitpacks mal anschauen zu lassen, die hier gerade installiert ist, im KP Cluster Builder Status Full. Und hier sehen wir jetzt die Buildpacks, die defaultmäßig bei uns mitgeliefert werden. Es ist natürlich so, diese Cloud Native Buildpacks, das ist ein Standard. Und immer mehr Vendoren wie zum Beispiel Microsoft, Google, zukünftig auch Red Hat, setzen auf diesen Standard und da werden natürlich dann immer mehr Buildpacks auch von der Community bereitgestellt. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel .NET Core, Node.js, Go, Python, Java, hier HTTP und Nginx, über die man natürlich dann statische Dateien bereitstellen kann und zum Beispiel auch Java Native Image, also GraalVM. Es ist so, dass wir natürlich stetig neue Buildpacks auch entwickeln, anhand der Anforderungen, die eben unsere Kunden haben. Die Definition des Container-Images selber, das passiert über so ein sogenanntes Image-Objekt, bei dem dann zum Beispiel das Git-Repository oder ähnliches angegeben wird. Das heißt, wir würden als erstes mal ganz kurz schauen, ob da bereits etwas existiert. Wir sehen jetzt hier, okay, es ist noch kein Image verfügbar. Sei es wohl noch keins erstellt. Und was wir ja machen wollen, ist, wir wollen mit dem Tanzu Build Service aus Source Code, der aktuell dann jetzt in GitHub liegt, in dem Beispiel, kann aber auch lokal. Das heißt, wenn man zum Beispiel in einer CI-Pipeline den Code auscheckt und zum Beispiel Tests laufen lässt, kann dann direkt dieser lokale Source Code auch verwendet werden mit dem Build Service und muss jetzt nicht über den Umweg, okay, lade mir das von GitHub nochmal einzeln runter, gegangen werden. Da mein Harbor, in der ich es bereitstellen will, nicht öffentlich zugänglich ist, muss ich natürlich noch entsprechend Username und Passwort meinem Tanzu Build Service übergeben. Und das geht wirklich Kubernetes Native, indem man ein Secret erstellt. Die KP-CLI bietet hier eine einfache Möglichkeit, Kubernetes Secrets zu erstellen an. Aber im Endeffekt passiert dahinter genau das Gleiche über kubectl, wie als würde ich das Ganze mit kubectl Create Secret machen. Den Befehl sehen wir jetzt hier, das heißt KP Secret Create, dann der Name, in dem Fall einfach Registry Secret, die Registry. Da gehe ich jetzt auf demo.goharbor.io, was wo man wirklich schön die Open Source Harbor Version testen kann. Man kann sich da jederzeit einen Account anlegen. Für 24 Stunden werden die Container-Images dann gespeichert und dann wird der Account gelöscht und man kann sie einfach den neuen erstellen mit der gleichen E-Mail-Adresse.
Dann natürlich mein Name und in dem Fall noch den Namespace, wo ich dann nachher auch das Image hin erstelle. Jetzt muss ich natürlich kurz mein Passwort eingeben von der Harbor Registry. Und jetzt kann ich mir eben anschauen, wie ich das Image jetzt erstelle. Also die Definition, die an Tanzu Build Service übergeben wird, dass er weiß, anhand von was er das Container-Image bauen soll. Das Kommando ist jetzt folgendermaßen: kp-image-create und dann eben der Name des Images, der Tag, wo das hingespeichert werden soll. Das heißt, man sieht dieses demo.goharbor.io, ein Projekt, das ich hier angelegt habe mit meinem Kürzel und dann entsprechend der Name des Container-Images. Man sieht es hier anhand des Git-Arguments, dass ich hier eben ein Git-Repository von mir übergebe, das aktuell public verfügbar ist. Aber wenn das nicht der Fall wäre, würde man auch eben auch über den Kubernetes-Weg entsprechende Credentials bereitstellen. Eine Git-Revision, in dem Fall Master. Man kann aber auch zum Beispiel einen Branch angeben. Man kann eine wirkliche Revision angeben. Man kann auch einen Tag angeben. Und das Besondere ist, wenn man jetzt wirklich so einen kompletten Branch angibt oder in dem Fall ja den Master-Branch, ist es so, dass KPACK auch darauf reagiert, wenn eine neue Änderung zu Git gepusht wird, wird automatisch eine neue Version des Containers gebaut. Wie gesagt, wenn man das nicht möchte, kann man einfach eine konkrete Revision angeben und dann dieses Image immer wieder updaten mit der neuen Revision. Kommando führen wir jetzt mal aus und es sagt jetzt, es wäre created und wir können uns jetzt mit dem ImageList-Kommando anschauen, dass das auch der Fall ist. Wir sehen das hier, wir sehen ReadyUnknown, weil jetzt natürlich das Image gebaut wird. Dazu gibt es eben das KP-Build-Objekt, das dann die entsprechenden Builds anzeigt, die gerade ausgeführt werden. Man sieht jetzt hier, okay, gestartet gerade eben das Bauen dieses Containers und über die Logs können wir uns anschauen, was da gerade geschieht. Und man sieht jetzt hier relativ viel Ausgaben, weil das ist jetzt wirklich eine Spring-Anwendung mit Maven, das wurde erkannt und deswegen wird jetzt hier natürlich die ganzen Dependencies runtergeladen, die dafür nötig sind und zum Bauen der Anwendung. Und hier sieht man jetzt, dass die Anwendung eben erfolgreich gebaut wurde. Und im nächsten Schritt ist es jetzt so, dass eben diese ganzen Bestandteile der Buildpacks jetzt nach und nach ausgeführt werden, um eben ihr Soll zu erfüllen. Also man sieht zum Beispiel hier das Jar-Buildpack, man sieht das Spring Boot Buildpack und dass dann eben die ganzen Layer in diesem Docker-Image, das eben mit verschiedenen Layern aufgebaut ist, das hat den großen Vorteil, dass wenn das so gemacht wird, wenn ich jetzt eine neue Version meiner Anwendung bereitstelle und da nur an dem Business-Code was geändert habe, dass diese Layer gecached werden und dadurch einerseits das neue Container-Image viel kleiner ist und dadurch natürlich das Ganze beschleunigt ist, weil er eben diese gecached Layers verwenden kann und nicht neu aufbauen muss. Hier sieht man zum Beispiel gerade das Verwenden von cached Layern. Genau, wir sehen jetzt, unser Image ist gebaut anhand dieses Kommandos, können auch einfach den List-Befehl nochmal aufrufen, sehen jetzt, okay, hier ist sogar der Image-Tag. Und das gleiche eben auch, wenn ich jetzt ImageList wieder ausführe, habe ich eben auch alle nötigen Informationen. Jetzt würden wir zu unserem Harbor gehen und uns das Image mal ein bisschen anschauen. Also hier die Harbor-Oberfläche, die ich jetzt hier schon aufgerufen habe. Wir sehen jetzt hier eben das Image, das ich gerade gebaut habe, sieht man auch an der Zeit. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, sehen wir, dass wir sogar Vulnerability-Scan automatisch durchgeführt wurde. Das ist eben Teil von Harbor. Der ist jetzt natürlich nicht ganz so optimal, liegt einfach daran, dass mit dem Build-Service, den ich verwendet habe, dass da, weil es eine Testumgebung ist, keine aktuellen Build-Packs drin sind. Es ist aber so mit der letzten Version von Tensor Build Service, dass das alles automatisiert geschieht, diese Buildpack-Updates auch und dadurch wirklich die Operator sich keinerlei Gedanken darüber machen müssen. Kann es hier auch nochmal genauer anschauen, sehe dann hier eben die verschiedenen Versionen, sehe hier diverse Informationen wie Konfiguration und hier hinten dann sogar die CVEs im Detail.
was das genau ist. Und ja, jetzt würden wir einfach mal schauen, wie kriegen wir jetzt dieses Container-Image, das ich ja jetzt gebaut habe, in Kubernetes. Und je nachdem, wie sehr Sie sich mit Kubernetes auskennen, ist es eben wirklich diese Anwendung, ich sage mal, produktionsreife Kubernetes zu kriegen, da ist eigentlich viel Aufwand nötig, weil es ist so, dass eben sehr viele Objekte erstellt werden müssen für so ein einfaches Deployment von einem Container. Also es fängt an von einem Deployment mit Pod-Spezifikationen, dann eben ein Service, am besten noch ein Ingress, der das nach draußen hin exposed. Und somit ist eben sehr viel Wissen auch nötig und es fehlen auch einige Funktionalitäten, die eben durch gerade diese Cloud-Native Runtimes vor VMware Tanzu, die ich vorhin kurz angerissen hatte, bereitstellen, sowas wie Autoscaling, Blue-Green Deployment oder auch Canary Deployment. Und ja, das würde ich Ihnen jetzt einfach zeigen, wie einfach es damit ist, eben wirklich Anwendungen auf Kubernetes auszurollen mit den zusätzlichen Features und das eben auch vor allem gerade für Entwickler. Zum Beispiel, die sich nicht so mit Kubernetes auskennen, sehr hilfreich, weil im Endeffekt müssen sie damit nicht wirklich verstehen, wie Kubernetes funktioniert. Sie haben eben ähnlich wie jetzt bei der KP-CLI eine höhere Abstraktionsebene mit der KN-CLI, was natürlich dann wiederum natürlich ja auch viel in CI/CD-Pipelines abläuft, aber diese müssen sie natürlich entsprechend ja auch zusammenbauen und vielleicht auch ab und zu mal auf das Cluster gucken. Auf einem weiteren Cluster ist jetzt hier Cloud Native Runtimes vor VMware Tanzu installiert. Wie gesagt, Knative steckt da als eine der Runtimes dahinter, deswegen auch die KN-CLI für Knative. Und was wir jetzt als erstes mal machen würden, ist natürlich gucken, okay, was sind denn aktuell schon für Anwendungen installiert oder laufen auf dem Cluster. Es ist so in Knative, dass Anwendungen als sogenannte Service-Objekte definiert werden. Und wir können jetzt einfach mal gucken, was so in dem Cluster aktuell läuft. Nichts. Das heißt, wir würden jetzt einfach mal loslegen und unsere Anwendung hier deployen. Wir haben ja vorhin hier gesehen, wie das Image entsprechend aussieht. Ich würde jetzt hier einfach mal das Latest nehmen und wir können jetzt dann einfach uns den Service entsprechend zusammenstellen. Über auch die KN-CLI geht natürlich auch über ganz normale Kubernetes-YAML-Files, wenn man eher Kubernetes-Native arbeiten will. Das heißt, hier haben wir den Befehl, einfach KN-Service Create, den Namen, das Image, das Container-Image, das wir verwenden wollten, hier von unserer Harbor Registry. Und da die ja abgesichert ist, habe ich hier schon im Vorhinein ein Registry Secret, ähnlich wie ich das mit der KN-CLI vorhin gemacht habe, mit der KP-CLI für KPEG. Das ist der Open Source Bestandteil von Tanzu Build Service übrigens gemacht habe, habe ich eben hier schon ein Kubernetes Secret erstellt, als Pull Secret, dass das Container Image auch von der Harbor Registry heruntergeladen werden kann. Wenn wir jetzt diesen Befehl aufrufen, wird entsprechend diese ganzen Objekte, die ich genannt habe, wie Deployment, Service, Ingress etc., werden erstellt, automatisiert. Und man sieht auch, wie schnell das geht. Und am Schluss habe ich wirklich einfach eine URL, wenn das Ganze richtig konfiguriert ist, die ich aufrufen kann, auf der meine Anwendung bereitsteht. Das heißt, wir wechseln jetzt hier einmal kurz rüber, neuer Tab, rufen die Anwendung auf und das ist jetzt einfach eine ja, Standardanwendung von den Buildpacks, die ich genommen habe, die auf Spring Boot basiert, wie gesagt. Aber man sieht, der Entwickler muss im Endeffekt sich um gar nichts kümmern, hat diese KN-CLI, mit der er dann die Anwendung ausrollen kann und weitere Konfigurationen machen kann. Eine der großen Funktionalitäten eben von Knative ist das Autoscaling, das hatte ich ja genannt. Und wir können jetzt einfach mal gucken, also diese Container, die dann ausgerollt werden, die Instanzen, das sind auf Kubernetes ja Pods. Und wir können jetzt einfach mal ganz kurz schauen, welche da verfügbar sind. Man sieht, aktuell läuft die Anwendung noch und wir sehen, wir haben eben nur einen Pod laufen mit zwei Containern. Ein Container wird von Knative hinzugefügt, das ist ein Proxy und in den nächsten Sekunden würde man jetzt sehen, hier, dass dieser Pod, weil wir Scale to Zero aktuell konfiguriert haben, man kann aber auch
mit der KN-CLI und auch natürlich über die Kubernetes-Manifests sagen, dass man nur auf eine Instanz runter geht oder ähnliches und genauso auch, was das Maximum an Skalierung ist. Sobald dieser Pod jetzt ganz weg ist, würde ich dann zeigen, wie das Hochskalieren funktioniert, einfach durch ein Tool, das heißt Hail, das halt mit dem man Load-Testing machen kann. So, jetzt sehen wir, dass kein Pod mehr da ist. Und jetzt führe ich eben dieses Hey-Tool auf, das eben sehr viele gleichzeitige Requests gegen unsere Anwendung ausführt. Das heißt, das lassen wir jetzt einfach kurz laufen. Und solange eben jetzt kein Pod da ist, kann natürlich auch diese Requests nicht abgearbeitet werden. Und da ist es so, dass entsprechend bei Knative vorne eine Komponente ist, die diese Requests abfängt und wartet, bis eben ausreichend Pods dann da sind, die diese Requests auch diese Requests auch behandeln können. Das müsste jetzt auch schon reichen. Das heißt, brechen wir einfach den Befehl mal ab. Sehen jetzt hier entsprechend, dass ja, ganz schön was ausgeführt wurde. Und wenn wir jetzt nochmal uns die Pods anschauen, sehen wir eben, wie jetzt hier hochskaliert wurde. Und genauso, wenn man jetzt wieder wartet, ist es so, dass die natürlich nach und nach dann wieder terminiert werden. Das ist so, das kann man auch konfigurieren, wie lange diese dann, nachdem keine Requests mehr ankommen, am Leben gehalten werden, weil man will ja jetzt nicht, dass bei jeder kleinen Schwankung dann extrem hoch runter skaliert wird etc. Sieht man sogar, das war es soweit jetzt hier von meiner Demo. Ja, und ich hoffe, der Vortrag war für Sie interessant. Falls Sie mehr über VMware Tanzu erfahren wollen, gehen Sie auf tanzu.vmware.com oder kontaktieren Sie Ihren VMware-Ansprechpartner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag mit interessanten Vorträgen.